It's me, Mario. Schönen guten Abend, wenn ihr das erste Mal hier seid. Willkommen zurück, falls ihr schon wieder da seid. Ganz, ganz kurzes User-Fragen-Special. Ich habe mir die Fragen schon aufgeschrieben, von daher werde ich jetzt auch einfach kurz durchballern. Alles aus den Kommentaren. Mario, wann beginnt denn Phase 1? Naja, dazu habe ich euch schon ein Video gemacht. Hier nochmal ganz kurz drauf eingegangen. Ich gehe also davon aus, dass die Korrektur noch nicht vorbei ist. Dass wir jetzt aber wahrscheinlich erstmal hochlaufen und dann nochmal korrigieren werden. Und wenn die zweite Korrektur vorbei ist, ab dann fängt die Phase 2 an. Vom Tief des Absturzes nach Phase 1. Das habe ich ungefähr Ende September auf dem Schirm. Kann das eher passieren? Ja. Kann das später passieren? Ja. Wir können natürlich jetzt auch sofort nach oben schießen. Aber das wäre meiner Meinung nach ungesund. Es ist in dieser Prognose enthalten, sage ich einfach mal, dass wir aktuell jetzt noch ein bisschen hochlaufen. Ich habe gesagt, ein kritischer Bereich wird dann hier ungefähr zwischen 48,5, 49 und 51. Na? Da kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es dann nochmal auf die Kappe gibt. Und dass, wenn der zweite Absturz dann vorbei ist, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass der, ja, dass den ersten Absturz unterbieten wird. Danach beginnt dann die Phase 2. Sprich, so etwas ungefähr, wo wir hier landen, keine Ahnung. Aber wenn wir dann hier irgendwo das Tief sehen, dann gehe ich davon aus, dass die Phase 2 ja, beginnen wird. Und die wird relativ zügig, relativ steil nach oben gehen. Das machen wir dann alle zusammen. Ich hoffe, dass so etwas passiert. Dann haben wir hier eine Traumlinie, Leute, eine Traumlinie. Na, wenn wir dann hier irgendwo einsteigen können, dann würde ich sagen, halten wir die Nummer aber auch bis, ja, bis zum Ende des Bullmarks, weil die Kurse werden wir allerhöchstlich, aller Wahrscheinlichkeit nicht wiedersehen. Also, Frage 2. In den Kommentaren habe ich gelesen, ja, sag mal, was laberst du denn da? Warum verbreitest du denn jetzt hier ein bisschen Panik? Cardano bildet doch gerade ein Double Bottom. Oh, ja, das ist sehr schön, dass du das weißt, dass Cardano jetzt ein Double Bottom bildet. Ja, das habe ich nicht gesehen. Da muss ich nochmal ein bisschen an meinen Trading Skills arbeiten und dann gucke ich mir das Ganze nochmal an. Leute, es weiß doch niemand, ob das ein Double Bottom ist. Ne? Es ist ganz ehrlich, das ist Quatsch, sowas zu erzählen. Uns kann genau das passieren, was uns hier passiert ist. Ne? Guckt euch das an. Absturz. Hochgezogen. Genau den gleichen Punkt nochmal getroffen. Und dann, ja, wir haben Doppelbotten gebildet bei Bitcoin. Alles klar. Jetzt geht die Party wieder los. Und dann, boom. Das war ein richtig krasser Schlag in die Fresse. Da hattest du keinen Doppelbottom. Du wusstest das einfach nicht. Du kannst es nicht wissen. Ob das jetzt hier ein Doppelboden ist, egal ob es bei Cardano, Litecoin oder bei irgendeinem anderen Coin ist, das weiß niemand. Ja? Von daher kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass das Ganze ein doppelter Boden ist. Ich muss und kann mit sowas hier immer wieder rechnen. Deswegen habe ich auch gesagt, ein relativ enger Stop-Loss, weil keiner weiß, wie es jetzt gerade weitergeht. Wenn wir nach oben ziehen, alles super, Stop-Loss nachziehen. Wenn es nach unten geht, okay, kleiner Verlust, können wir verkraften. Nächste Frage. Mario, wenn ich mit Bauchgefühl trade, ist immer alles Arsch. Jo, das ist so. Das wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang noch so weitergehen. Bis du ein Gefühl dafür entwickelst, wie sich der Markt entwickelt. Und du ein bisschen mehr selbstbewusst in deine Trades reingehst. Das Problem am Bauchgefühl-Trading ist einfach, dass es oft mit Emotionen behaftet ist. Und wenn du mit Emotionen in einen Trade reingehst, entwickelt er sich meistens erst zur falschen Seite. Und dann, wenn du denkst, ja, hätte ich mal nicht auf mein Bauchgefühl gehört, dann fängt man an, so ein bisschen Panik zu schieben. Dann geht man aus dem Trade raus und dann entwickelt er sich genau in die Richtung, die du vorher gedacht hast, okay, das wäre eine gute Nummer. Also entweder, wenn du ein Bauchgefühl-Trade hast, setz ein bisschen weiteren Stop-Loss, verkrafte den Verlust, wenn es wirklich in die falsche Richtung geht, halt ein bisschen an dem Trade fest und guck, wie er ausspielt. Ja, nicht sofort in Panik verfallen. Wenn die ersten
15 Minuten, 30 Minuten, auch wenn die ersten 2 Stunden nicht unbedingt in deine Richtung gehen. Keine Panik. Ne? Versuch einfach ein bisschen easier zu sein, ein bisschen lockerer und dann läuft die Nummer schon. Aber am besten gar nicht aufs Bauchgefühl hören, sondern einfach wirklich safe Trades nehmen und dann läuft die Nummer noch ein bisschen besser. Was haben wir noch? Mario, kannst du für mich mal The Graph analysieren? Kann ich. Haben wir hier. Leute, das ist sehr, sehr schön. Wir haben hier unten eine grüne horizontale Linie. Das ist hier. Wenn wir darunter fallen, tot. Einfach tot, weg, alles raus, was geht. Dann haben wir eine zweite grüne Linie. Die sehen wir hier. Die ist unglaublich wichtig. Wir befinden uns jetzt gerade an dieser grünen Linie. Guckt euch das an, falls wir diese Linie angetestet, abgewiesen, angetestet, abgewiesen, drüber gesprungen, als Support bestätigt. Hier wäre ein Long-Einstieg gewesen. Das wäre der absolute Burner gewesen. Und dann Support, durchgeflogen. Seitdem Resistance bis hier als Support, durchgeflogen. Und was ist jetzt gerade passiert in den letzten 8 Stunden? Genau. Wir haben die Nummer nach oben hin durchbrochen. Das ist super, super positiv, Leute. Ja? Wenn wir hier wieder runterkommen und das Ganze halten als Support, dann ist es ein Traum. Und nicht zu vergessen, wir haben diese grüne Linie über uns. Wenn wir diese grüne Linie überschreiten, die kommt von hier oben. Ein Auflagepunkt, 2, 3, 4. Wenn wir die nach oben hin durchspringen, dann wird es unglaublich schnell gehen. Und zwar als erstes 1,10, danach 1,25, nächste Resistance 1,60, danach All-Time High. Diese Linie ist die alles entscheidende Long-Linie. Wenn ich hier drüber komme, das Ganze noch als Support bestätige und dann weiter hochziehe über diesen Punkt, ganz ehrlich, danke, dass du gesagt hast, guck mal drüber, den Coin oder das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Wenn ich hier drüber habe, einen Schluss und dann weiter hochziehe, kann ich da einen ordentlichen Haufen Kohle reinstecken. Das werde ich auch tun. Danke, dass ich das für dich analysieren durfte. Sowas ist immer schön. Deswegen mache ich User-Fragen-Special, die helfen, mich zu verbessern und vielleicht auch mal Sachen zu sehen, die ich nicht auf dem Schirm habe, weil ich sehr, sehr viele andere Sachen mache. So, dann noch eine Sache, ja, dann noch ein Ding in eigener Sache, und zwar, ihr hört sehr oft auf meinem Kanal Scheiße, Pisse, Arsch, alles Arsch, und keine Ahnung, ich bin heute Morgen irgendwie auf einen Kanal gestoßen, der seine CPM offengelegt hat, das ist diese Click per Mile, das ist also die Rate, die ein YouTuber bekommt pro 1000 Aufrufe. Und er hat da seine CPM offengelegt. Und ich bin ganz ehrlich, diese CPM, die ist knapp 3-mal so hoch wie die CPM, die ich habe. Deswegen werdet ihr demnächst auf meinem Kanal genauso viele Schimpfwörter hören wie sonst auch. Weil das interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Nur weil ich dann eine höhere CPM habe, ein bisschen mehr Geld verdiene. So bin ich nicht. Ne? Ihr werdet immer wieder von mir solche Sachen hören. Und das ist auch vollkommen okay so. Das war ein super kurzes User-Fragen-Special. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schickt mir gerne eine E-Mail. Hier oben seht ihr 21 E-Mails. Sind noch offen. Die muss ich noch beantworten. Es werden täglich mehr. Aber ich versuche, das Ganze hinzukriegen. In dem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt den Tag genossen, was Schönes gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen hoch, einen Kommentar für den Algorithmus und ein Abo, falls ihr keine Abonnenten seid. Gleich gibt's noch das Abendupdate. Ich freue mich drauf.